Herzlich willkommen bei Heavy Traders. Wir geben euch mal wieder einen Marktüberblick erstmal. Ja, wie sieht's aus? Also S&P 500 mal wieder ans All-Time-High gelaufen. Also im Prinzip hat der S&P 500 komplett diese Corona-Krise und den Corona-Crash wieder wettgemacht. Jetzt wird die Frage sein, brechen wir da einfach mir nichts, dir nichts nach oben hinaus oder halt eben erstmal ein Doppeltop. Erstmal haben wir jetzt die alten Höchststände gesehen und dann wieder eine kleine Konsolidierung. Wir werden sehen. Also noch ist das nicht entschieden, weil die Märkte eher tatsächlich seitwärts tendieren seit ein paar Tagen. Also zumindest mal im DAX und auch im Dow Jones ist das der Fall. Ja, die Öle auch ebenfalls eher seitwärts tendieren. Da schauen wir gleich nochmal genauer hinein. Also gehen wir gleich mal in die Charts. Schauen wir uns den DAX erstmal hier an. Ja, wie gerade gesagt, ja, also es ist eher seitwärts tendierend, zickzack. Tatsächlich die Zone von 12.825 hält weiterhin sehr gut, aber es fehlen einfach neue Impulse, egal seitens von der Fed. Das Stimuluspaket ist immer noch nicht durch den Kongress durchgelaufen. Von daher, ja, also auch von der amerikanischen Seite kommt da nichts Neues, Großartiges. Heute um 20 Uhr haben wir noch das FOMC-Sitzungsprotokoll von der Fed. Mal sehen, ob es da möglicherweise neue Impulse geben kann, je nachdem, was zwischen den Zeilen da versteckt sein mag oder halt eben auch nicht. Jedenfalls der DAX weiterhin hier aktuell bei 12.900 Punkten, auch eher in Abwaltung. Und der DAX und der Dow Jones hängt ja so ein bisschen hinterher. Also die All-Time-Highs sind zwar noch nicht allzu weit entfernt. Also wir nähern uns da langsam dahin. Aber wie gerade gesagt, ja, also S&P 500 hat schon das All-Time-High schon geschafft oder angekratzt. Ja, heute Nacht auch ebenfalls. DAX und Dow eben noch nicht. Und der Nasdaq, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Der macht ein neues All-Time-High nach dem anderen. Klar, mit den ganzen Fangaktien wie Amazon, Google, Netflix und so weiter, Nvidia, die ziehen das natürlich alles massivst weiterhin nach oben. Gut, also DAX läuft gut, da sind wir auch weiterhin investiert. Wir sind ja um den Dreh um die 12.300 da unten eingestiegen, vielleicht noch einen Tick höher. Aktuell ist das auch das Zertifikat, ja, jetzt ungefähr 12% im Plus. Also wir bleiben dabei, sind weiterhin optimistisch für den Gesamtmarkt. Also schauen wir gleich mal hier weiter auf den Dow Jones. Man sieht es ja hier, ja, also wir haben jetzt hier eine Zone hier eingezeichnet bei 27.930. Einfach seitwärts tendierend seit dem 11. August, seit morgens schon sogar ging das los, seit dem 11. August. Ja, ein paar Zickzack-Bewegungen sind drin, aber im Prinzip, wenn man jetzt mal die Ausreißer wegnimmt, ist der Dow Jones, also befindet sich in einer Range von maximal, ja, Pi mal Daumen, ich schaue gerade, ja, 300 Punkten, also Unterseite 27.700 rum, oben 28.000. Also er müsste erstmal tatsächlich über diese 28.000er psychologische runde Marke drüber hinwegkommen, dass wir da noch massiv nach oben laufen können. Also sieht so aus, dass der Dow Jones auch abwartet. Entweder wird eben Geld kumuliert, also in der Seitwärtsphase einfach massivst Positionen angehäuft, um einen Ausbruch dann, ein Bevorstehen sozusagen, da mitzumachen. Also die Big Player handhaben das gerne mal so. Aber die Frage wird sein, ob das nach oben sein wird oder nach unten. Also wir tendieren weiterhin eher Richtung Nordseite mit unserer Meinung. Gut, ja, kommen wir mal zu der gebeutelten Branche, und zwar die Reisebranche. Also wir fangen mal am besten mal mit der American Airlines an. Hier sieht man es. Ja, also wie handhaben wir das, beziehungsweise wir sehen hier tatsächlich eine Jahrzehnt- oder gar eine Jahrhundertchance. Also diese Werte wie American Airlines, Boeing, Lufthansa, ja, okay, hat Schwierigkeiten, wird gerettet vom Staat und so weiter. Ja, aber wann kaufen, wenn nicht jetzt oder bald? Ja, also wohin kann die Reise denn gehen? Also entweder gehen die natürlich pleite, werden gerettet oder sie berappeln sich halt irgendwann mal, wenn diese ganze Corona-Krise mal langsam hoffentlich auslaufen wird. Ne? Russland hat den neuen Impfstoff da auf den eigenen Markt gebracht und die Amerikaner sind ja auch nicht allzu weit weg davon, Chinesen, also alle spielen ja damit. Irgendwann wird das dann hoffentlich mal zu Ende sein und dadurch auch das Reisen mit Flugzeugen, auch mit diesen natürlich die zugehörigen Airlines und auch die Boeing als
Flugzeughersteller, der natürlich die Airlines bedient. Es hängt ja alles miteinander zusammen, ja. Natürlich die TUI kann man noch erwähnen, auch mega ausgebombt natürlich. Alles ist irgendwie betroffen, aber es ist alles wirklich Corona-krisenspezifisch, ja. Also die Tech-Werte laufen, weil die einfach online sind, ja. Alle sind zu Hause, die können das auch unterwegs machen, das ist ja Jacke wie Hose. Aber natürlich diese physischen Old Economy-Werte hauptsächlich, wo die Corona-Krise einfach voll eingeschlagen hat, ja, ist unserer Meinung nach einfach irgendwann mal ist auch der Boden hoffentlich dann gefunden und das Aufwärtspotenzial oder das Risikopotenzial ist natürlich hier enorm. Also nochmal zurück dann wieder im Detail zu American Airlines. Also wir sehen hier auch eine Kumulationszone, Kumulierungszone und Unterstützung zugleich bei 11,50 $. Ja, kann natürlich immer mehr ein bisschen tiefer noch gehen. So exakt kann man das auch nicht immer bestimmen. Aber das Potenzial, also ein erstes Kursziel wäre natürlich sehr schön bei $28. Ja, wir sind bereits da tatsächlich investiert, liegen auch ein bisschen hinten. Aber gut, der Wert schwankt natürlich hier um diese 11,50 $ und maximal $15 aktuell rum. Also ja, wenn jemand da genauso Chancen sieht, der kann sich natürlich jetzt noch mal sogar günstiger dem Ganzen bedienen, umso besser. Gut, also so viel zu American Airlines. Der erste Kursziel, wie gesagt, ist $28. Das wäre schon mal mehr als eine Verdopplung vom aktuellen Niveau. Das wäre natürlich super gut, aber natürlich mit einer Haltedauer nicht von ein paar Tagen. Sowas dürfte natürlich Wochen oder Monate dauern, je nachdem, wie diese Corona-Krise da bewältigt werden wird. Gut, kommen wir mal zu Boeing. Boeing, ähnliches Bild, auch ausgebombt. Ja, diese $120 hatten wir schon länger mal drin. Wir waren auch mal bereits in der Boeing investiert, auch wieder dann ja den Gewinn mitgenommen und aktuell sind wir da nicht drin. Aber hier ähnliches Bild wie bei der American Airlines. Wie gesagt, es hängt alles miteinander zusammen. Irgendwie $120 wäre schon so eine schöne Einsammelmarke, sofern überhaupt die Boeing da noch hinlaufen wird. Und als Kursziel weiterhin diese $340, auch eine genaue Verdopplung vom aktuellen Niveau wäre schon drin. Also ich zoome einmal kurz hier weg in dem Chart. Ich zoome mal nach hinten. Wie kamen wir auf diese $120? Ganz einfach. Also tatsächlich in den Jahren 2013 bis 2017 war die Boeing also wirklich 4 Jahre lang nur seitwärts gelaufen, um diese $120, $130 rum als Mittellinie gesehen, als horizontale Mittellinie. Darüber geschwankt, bevor dann 2016 dieser massive Ausbruch nach oben kam. Und daher diese $120, so eine gute Stelle, wenn, sofern das natürlich erreicht wird, nochmal, wo man diese Boeing dann mittel- bis langfristig wieder einsammeln könnte mit dem besagten Kursziel. Gut, dann zum Schluss, ja, hängt auch alles mit der Gesamtwirtschaft zusammen. Das Öl, WTI-Öl, Brent sieht fast genauso aus. Es ist auch genauso eine, ja, Seitwärtsphase. Also ich habe das mal hier eingezeichnet im Chart. Es sieht aus wie diese mathematische Wurzelfunktion, also das Symbol für die Quadratwurzeln der Mathematik, sieht man ja hier eingezeichnet in dunkelorange. So sieht der Chart aktuell aus. Ja, runtergebrochene Corona-Crash, negative Preise hier am 20. April, dann wieder hochgelaufen, nicht ganz so hoch wie der Anfang von Corona-Crash. Und seit dem 1. Juni tendieren wir wieder, ja, monatelang im Prinzip seitwärts, aber mit einer leichten Aufwärtstrend. Da sehen wir ebenfalls das Potenzial auch bis 50, $55. Das wäre hier oben. Ganz einfach, deshalb hängt alles miteinander zusammen. Ja? Also wenn die OPEC da aufpasst und nicht die weiterhin drosseln sollte, beziehungsweise wenn die Preise wieder schwanken, dann wieder weiter drosselt, um einfach den Ölpreis nicht mehr so tief laufen zu lassen, sehen wir natürlich das Potenzial auf der Nordseite weiterhin. Und eben mit der ganzen Reisebranche hängt das ja alles miteinander zusammen. Wenn mehr Autos fahren im Urlaub, zu den Urlaubszielen und die Flugzeuge wieder gehäufter fliegen, auch den Urlaubszielen, es ist ja alles ein Ding, was da korreliert sozusagen, dann sollten die WTI-Öle und Brent natürlich genauso auch Richtung Norden laufen. Ja, gut, also so viel zum Gesamtüberblick der Reisebranche und DAX und DAU. Heute Abend nicht vergessen, 20 Uhr, die FOMC, das ist FOMC-Sitzungsprotokoll. Ja, dann sehen wir uns um 14:15 Uhr. Schaltet ein, wo wir noch in weitere Details von diesem soeben besprochenen gehen, wenn es wieder heißt, ja, Trading by Heavy Traders. Bleibt dran, bis dahin.